Hossa Internet Back for Blood heißt das neue Spiel von Turtle Rock Studios und das sind die ursprünglichen Entwickler von Left 4 Dead und genau in dieselbe Kerbe soll Back for Blood auch schlagen, obwohl es kein Left 4 Dead im Namen hat und vermutlich keine Figuren oder andere Schauplätze aus dem Spiel dort wieder auftauchen, wird auch das ein Vierspieler-Koop-Zombie-Shooter, der vom ursprünglichen Left 4 Dead Entwickler kommt. Die haben sich diesmal zusammengetan mit dem Publisher Warner Brothers. Abgesehen von einem Koop-Modus soll es auch wieder einen PvP-Teil geben und zahlreiche weitere Innovationen, die man jetzt aber noch nicht nennen möchte. Überhaupt gibt es vom Spiel momentan überhaupt gar kein Bildmaterial zu sehen, nicht mal ein Logo des Spielenamens. Die Entwickler sagen aber, das liegt daran, dass man noch mitten in der Entwicklung steckt. Man braucht aber viel mehr Mitglieder des Entwicklungsteams und deswegen wollte man das Projekt jetzt schon mal ankündigen, damit interessierte Entwickler sich der Sache anschließen können. Obwohl es noch keinen Release-Termin gibt, weiß Turtle Rock Studios und Warner schon, dass das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. No Man's Sky wird noch größer, denn nach No Man's Sky Next kommt jetzt No Man's Sky Beyond und auch das wird wieder eine Sammlung von kostenlosen Updates, die das Weltraumspiel um zahlreiche Features erweitern sollen. 3 Updates sind geplant unter diesem No Man's Sky Beyond Banner und das erste widmet sich dem Online-Modus. Da heißt es vom Entwickler Hello Games, dass dieser Online-Modus jetzt ungeahnte Interaktionsmöglichkeiten mit den Spielern liefern wird. Das soll aber trotzdem nicht bedeuten, dass No Man's Sky dadurch zu einem MMO wird. Man soll also vor allem auch keine Angst davor haben, dass da jetzt plötzlich Microtransactions oder ein Abo-Service irgendwie reinkämen. Alles bleibt kostenlos. Wann die weiteren Updates erscheinen oder wann auch das erste Update erscheint und was in den nächsten Updates drin ist, das hat Hello Games noch nicht verraten. Für den Schauspieler Pierre Taki kommt es diese Woche besonders dicke. Am Mittwoch hatten wir schon darüber berichtet, dass dem von japanischen Behörden Kokainkonsum nachgewiesen werden konnte und das verstößt gegen japanisches Drogengesetz. Daraufhin hat der Publisher Sega reagiert und das Spiel Judgment, in dem Taki eine wichtige Rolle spielt, komplett aus dem Verkauf genommen. Jetzt gibt es aber weitere Konsequenzen, denn Taki spricht im Animationsfilm Frozen in der japanischen Sprachfassung den Schneemann Olaf und das bedeutet, dass er aus Frozen 2 und aus Kingdom Hearts 3 rausfliegt. Für Frozen 2 sucht man sich jetzt einen neuen Sprecher, für Kingdom Hearts 3 gibt es für die japanische Sprachversion einen Patch, in dem er dann durch den anderen Sprecher ersetzt wird. Das war's für diese Woche mit den News. Euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.